Hallo? Funktioniert? Hallo? Hallo? Okay. Also, es freut mich, heute Abend zwei besondere Herren vorzustellen. Beide haben sich intensiv mit Städtebau auseinandergesetzt und hätte Vittorio Lampognani beim letzten Ex Libris ihm nicht vorgegriffen, denke ich, dass Herr Mönninger Camillo Sitte der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen vorgestellt hätte, da er seine Promotion über Sitte geschrieben hat. Und 2003 eine sechsbändige Gesamtausgabe der Schriften Entwürfe von Camillo Sitte herausgegeben hat. Umso spannender ist es, dass er den Philosophen Peter Sloterdijk ausgewählt hat. Und vielleicht wird sich herausstellen, dass die Sphären, die Sloterdijk beschreibt, letztendlich doch mit Städtebau zu tun haben. Der Werdegang von Michael Mönninger ist geprägt von einem inquisitiven Geist. Nach einem Studium der Musik und darstellenden Kunst in Frankfurt, gefolgt von Germanistik, Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte an der Universität Frankfurt, hat er noch ein Studium des Journalismus an der Henri-Nannen-Journalistenschule absolviert. Er war Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, des Spiegels, Die Welt, der Zeit, hat promoviert an der Hochschule für Gestaltete in Karlsruhe und einen Lehrauftrag in der Uni Wien, Universität für angewandte Kunst in Wien, absolviert. Seit 2007 ist er Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Wohin sein wissbegieriger Geist ihn noch führen wird, werden wir mit Spannung verfolgen. Heute Abend wird das Thema Städte bei uns begleiten. Professor Klaus-Theo Brenner lehrt Entwerfen und Stadtarchitektur an der Potsdam School of Architecture. Sein Büro in Berlin konzentriert sich auf das Thema Stadtarchitektur und beschäftigt sich mit großen Bauvorhaben in Berlin, Deutschland und international. Berlin ist auch in Deutschland, ich weiß. Zum Beispiel hat er für das Projekt Rummelsburger Bucht in Berlin in 2008 den Deutschen Städtebaupreis erhalten. In 2012 erhielt er für das Projekt St. Leonardsgarten in Braunschweig eine Auszeichnung beim Bundeswettbewerb Integrierte Stadtentwicklung und Baukultur. Seine zahlreichen Buchpublikationen beschäftigen sich auch mit dem Thema Stadt, wie zum Beispiel Die gute Stadt in 2009, Die schöne Stadt 2010 und Berliner Stadtprojekte. Deshalb wird es sicherlich spannend, wenn Herr Brenner das Buch Collage City von Colin Rowe vorstellt. Nicht nur wird hier das Thema Städtebau ausführlich behandelt, sondern Herr Brenner und Colin Rowe verbindet eine tiefe Leidenschaft für Italien und italienische Baukultur. Ich nehme an, das ist auch ein Grund, Herr Brenner, warum Sie das Buch ausgesucht haben. Ehe ich das Wort den Herren übergebe, möchte ich mich kurz bei unseren Sponsoren FSB und Friedrich Wassermann bedanken, die regelmäßig unsere Ex Libris unterstützen. Die BM Berufsschule für Medienberufe steht uns immer mit Equipment und begabten Studenten bei der Ton- und Videoaufzeichnung zur Seite. Und noch zwei Worte in eigener Sache. Zur Mitgliederversammlung unseres Freundeskreises am 11.03. wird Max Dudler über seine Bibliotheksbauten sprechen. Wenn Sie noch nicht Mitglied sind und sich diesen Vortrag anhören möchten, haben Sie noch Zeit, Mitglied zu werden. Die Anträge liegen draußen. Und unser Sommerfest wird dieses Jahr am 29.06. stattfinden, mit einem Besuch in Trier und anschließendem Fest in Glashütte. Also save the date. Dann gebe ich das Wort. Wer fängt an? Herr Mönninger. Vielen Dank, liebe Frau Ungers, für die Einladung. Vielen Dank, Frau Albers, für die Organisation. Vielen Dank für den Kollegen, der gerade meinen nicht existenten Stick hier doch noch geladen hat. Es ist mir natürlich ein Rätsel, wie wir das schaffen sollen. Zwei so kapitale Hauptwerke der Raum- und Stadttheorie des 20. Jahrhunderts, geradezu der jüngeren Gegenwart, zu besprechen und sich dabei noch nicht mal im Vorfeld irgendwie geeinigt zu haben, wo haben wir denn überhaupt Anlagerungspunkte, wo können wir diese Riesenuniversen ein bisschen kompatibel machen. Wie Frau Ungers schon sagte, ist natürlich ein großer Tor für mich, dass Lampognani mir mein Spezialgebiet mit dem Sitte schon beim letzten Mal weggenommen hat. Ich komme gerade vom Forschungssemester zurück und habe den sechsten Band der Camillo Sitte Gesamtausgabe, seine realisierten städtebaulichen Projekte in Böhmen und Mähren, also den ehemaligen K&K-Kronländern, recherchiert und sagenhafte Neuigkeiten, die wissenschaftliche Welt erschüttern werden, dabei zutage gebracht. Hätte ich Ihnen gerne vorgestellt, aber zweimal Sitte nacheinander. Gut, das kann man nur toppen, indem man dann wirklich aufs Ganze geht und sich dann den Herrn Sloterdijk vornimmt. Man müsste ihn wissenschaftshistorisch einordnen, natürlich, wir kennen das seit 10, 15 Jahren, eigentlich seit dem Fall der Mauer, dieser Spatial Turn, die Wiederentdeckung der Raumbezüge.
dass man also Kulturtheorie nicht mehr nur in Schrift und Bildform macht, sondern wirklich als Präsenzerfahrung von Dingen, die nebeneinander sind und nicht nur nacheinander. Und in dieser unglaublichen Konjunktur der Raumtheorien hat Sloterdijk eine besondere Funktion. Man könnte es vergleichen, dass also wir, normalen Hochschullehrer, dann die begabten Raumtheoretiker, wie Flöhe auf dem Fell eines riesigen Hundes herumlaufen und sagen, oh, das ist ein Gebilde, das ist hoch, der andere sagt, das ist breit. Aber Sloterdijk steht ganz zurück und sieht den ganzen Hund, nicht nur die Flöhe, die wir da rumlaufen, und sagt, das ist ein Pudel, das ist ein Terrier. Also dieser Überblick, den er hat auf das gesamte Wunder der menschlichen Raumbildungsfähigkeit, hebt ihn ziemlich heraus aus dieser doch mittlerweile auch stark scientistischen Raumschwemme, die wir haben, oder auch Raumbesessenheit. Man kann sagen, Sloterdijk, seine drei Bücher erschienen von 1999 bis 2004, Sphären 1, 2, 3. Ich nenne Sloterdijk einen Experten für die terrestrische und metaphysische Wohnbarmachung der Welt. Wir wissen ja, dass Hegel mal gesagt hat, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst, und Sloterdijk geht weiter und sagt, Philosophie ist ihre Zeit in Raum gefasst. Er entwirft in seinem Sphärenwerk eine Anthropologie des Menschen als Wesen, das geistige Gehege, Gehäuse und auch materielle Gebäude schafft, und er zeigt den Menschen als Raumausstatter und auch als Einrichtungsspezialisten, einen Spezialisten, der von der Leibeshöhle über den Sozialcontainer bis schließlich zum Weltinnenraum und Kosmos nur in selbstgeschaffenen Umwelten leben kann. Das meint allerdings weitaus mehr als Architektur, und wenn ich heute die Grenzen unseres Diskurses ein bisschen dehne, liegt es einfach daran, dass wir hier wirklich mal einen Gesamtblick, also eine Google Earth Perspektive auf unsere Raumthematik bekommen. Sein Begriff Sphären geht, und das ist das Interessante, weit über physikalische und geometrische Raumauffassungen hinaus. Also nicht mehr diese absolute Containerauffassung der Antike und nicht mehr das relativistische Raummodell der Zwischenräume, dieses räumliche Koordinatensystem, sondern Sloterdijk geht ganz anders vor. Er sagt erstmal, Sphären, also räumliche Zusammenhänge, sind beseelte Räume. Es sind Gestimmtheiten, die sich nicht allein baulich, sondern auch biologisch, also in erster Linie biologisch, psychologisch, soziologisch und philosophisch manifestieren. Und gemeinsam ist diesen Räumen, wenn ich Sloterdijk ganz, ganz stark runterbreche und ganz komplexitätsreduktionistisch betrachte, gemeinsam ist diesen ganzen Räumen, dass sie entlang einer Kardinaldifferenz orientiert sind, nämlich entlang der Grenze von innen und außen, entlang der Grenze von bei uns und nicht bei uns, von eigenem und Fremden, von Inklusion und Exklusion, auch letztlich zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen und letztlich in allergrößter Konsequenz dann auch zwischen Immanenz und Transzendenz. Das dreibändige Sphärenwerk entwirft in der Nachfolge von Oswald Spengler eine neue Morphologie der Weltgeschichte. Und Weltgeschichte ist wirklich nicht zu hoch gegriffen. Und diese Weltgeschichte von Sloterdijk ist allerdings frei von Spenglers Geschichtspessimismus, von Untergangspessimismus, weil Sloterdijk anstelle des nervösen Bewegungsfuhrers der Geschichtsphilosophie den längeren Atem der Raumphilosophie entfaltet. Man kann dieses Werk von Sloterdijk auch als Plädoyer für den Übergang von der unbewohnbaren Zeit in den gelebten Raum verstehen. Und Sloterdijk selbst hat sich mal verstiegen zu der Behauptung, dass er eigentlich das ungeschriebene Überbuch zu Heideggers Sein und Zeit sei. Eigentlich müsste es Sein und Raum heißen. Worum geht es im Sphärenwerk? Es geht um die erkenntnismäßige Wiedergewinnung eines Kontinuums, eines überindividuellen Kontinuums von menschlichen Beziehungen, das geschichtlich wie geistig der neuen Subjekt-Objekt-Spaltung vorhergeht. Denn Sloterdijk erinnert an den blinden Fleck unserer Wahrnehmung, dass wir der Welt nicht isoliert gegenüberstehen, wie es das traditionelle Entzweiungsdenken behauptet, sondern dass wir immer schon in etwas enthalten sind. Denn Menschen sind Wesen, die von innen kommen, und deshalb machen sie auch ihre späteren Lebensbereiche konsequent zu Innenräumen. Erst in der Ehe, in Paarbindung, in Familien, Verbänden, Kirchen, Zirkeln, Subkulturen, Betrieben, Regionen und schließlich Nationen und dann natürlich auch den dazugehörigen Gebäuden. Entsprechend hat Sloterdijks Philosophenkollege Rüdiger Safranski das Sphärenwerk einmal als, ich zitiere, philosophischen Roman über den Gattungshausbau der Menschheit genannt. Damit ist nicht nur der einzelne Mensch als Häuslebauer, sondern ganze Zivilisationen als Hausbauten und Treibhäuser gemeint.
Nun hat ja die Bezugnahme der Philosophie auf Architektur und Stadt eine lange Tradition. Es sind immer Indienstnamen für diese Systemgebäude und vor allen Dingen Utopisten reden über Stadt und Architektur immer, um daraus klirrende Ordnungsvisionen für Idealgesellschaften herzustellen. Sotade geht andersrum vor, er stellt das Raum- und Baudenken vom Kopf auf die Füße. Denn jede Art von Raumbildung versteht er anthropologisch wesenhaft als Übertragungsphänomen. Weil das Umzugstier Mensch, wie er es nennt, mit pränatalen Raumerinnerungen ausgestattet sei und im Mutterleib aus einem totalen Milieu heraus geboren werde, bringe dieses Umzugstier zeitlebens immer Erfahrungen an andere Räume mit. Und deshalb stehen Interieurbildungen für Sloterdijk stets im Zeichen der Weiblichkeitsübertragung, wodurch alle späteren Lebenshüllen zu Uteruswiederholungen im äußeren Milieu werden. Wenn ich sowas in Braunschweig sage, dann habe ich immer Sorge, dass mir die Lehrerlaubnis entzogen wird. Es ist also gendermäßig, es steht völlig quer zu allen Kulturtheorien und zur Political Correctness und oh wow. Also die ersten Jahre, als ich da neu war, habe ich Sloterdijk immer nur als Bückware gelehrt, also immer so hinter verschlossener Tür. Mittlerweile bin ich ein bisschen mutiger. Also es gibt auch viel Kritik, aber das müssen wir vielleicht dann gleich gemeinsam kleinarbeiten. Der Weg vom Intimen zum Globalen, also das, was wir Weltgeschichte nennen, beschreibt Sloterdijk als Folge von sozialen und auch politischen Sphären-Erweiterungskämpfen. Erweiterungen vollziehen sich, wenn vormals Äußerliches von einer kleineren Sphäre aufgenommen wird und in ihren eigenen Radius eingebaut wird. Denn Sphären, lassen wir diesen Begriff erstmal so ganz schwammig wie ein Pudding an der Wand stehen. Sphären, sagt der Autor, sind lernfähige Gebilde, gleichsam übende Immunsysteme und Behälter mit wachsenden Wänden. Aber dann gibt es auch Krisen, wenn beseelte oder eingewohnte Räume verlassen werden müssen, ohne Garantie, ob es lebbare Alternativen in neuen Räumen gibt. Und es kommt sogar zu Katastrophen, wenn Sphären explodieren und Menschen in Räumen landen, die sie nicht mehr mit Sinn füllen können. Hier das berühmte Flammarion-Bild, der Mensch entdeckt, dass es alles ganz, ganz furchtbar viel weitergeht. Und nun ja, das hat sich dieses explodierende Sphäre hat sich vor nicht allzu langer Zeit in unserer gottesmörderischen Moderne zugetragen, die nämlich die Einbettung in umfassende Sinnstrukturen zerstörte. Und seitdem leiden die Menschen, sagt Sloterdijk, in einer exzentrischen Welt an kosmischer Haltlosigkeit. Aber für solche erkältende Erkenntnisse dieses Typs sind sie nicht geschaffen, deshalb greifen sie zur erfinderischen Selbsthilfe. Zur Selbsthilfe gegen die neuzeitliche Immunschwäche. Und anstelle der naturgeschichtlich gewachsenen oder religiösen oder symbolischen Immunsysteme errichten dann Experten aus Politik, Ökonomie, Architektur, und auch dem Versicherungswesen neue Schutzsysteme. Und diese kulminieren dann in der zeitgenössischen Leitvorstellung von der Globalisierung im Sinne eines Weltinnenraums des Kapitals als Komforttreibhaus. Und immer wenn bei Ihnen jetzt an der Wohnungstür der Mann von der Hamburg-Mannheimer klingelt, müssen Sie sich vorstellen, diese Funktion hatte früher Christus, Gott oder der Priester, der Mann von der Hamburg-Mannheimer, als unser Schutz vor dem Ungeheuren. Wie existenziell diese simple Innen- und Außendifferenz im kollektiven Imaginären bei uns verankert ist, das illustriert Sloterdijk mit einer meisterlichen Exegese von Dantes Inferno. Insofern ist er auch ähnlich wie Freud ein großer Literaturwissenschaftler, der alte, antike, mythische Texte wiederliest und dort heraus auch seine Erkenntnisse bezieht. Also weniger naturwissenschaftlich als geisteswissenschaftlich, literaturhistorisch. Diese wunderschöne Illustration von Doré aus der Divina Commedia. Und Sloterdijk nimmt dieses Kapitel und beschreibt, was die Hölle uns heute noch zu sagen hat, um seine Theorie damit zu stützen. Denn die Hölle, sagt er, ist weniger ein Hitzeproblem als ein Ort des reinen Außen. Und im Teufel steckt kein Sadist, sondern im Teufel steckt der satanische Selbstbezug, nämlich das reine Prinzip egoistischer Intelligenz. Die Hölle ist die Verneinung jeder Solidarität, die Verneinung jeder sphärischen Union, also die totale Isolierung, eine Isolierung, in der es keine Innenweltteilung und kein Gefühl für das Volumen des beseelten Raumes mehr gibt. Und man kann sich unschwer vorstellen, dass dieses Gefühl von reinem Außen, von dieser Erfremdungskälte des reinen Außen natürlich auch in heutigen Raumfolgen anzufinden ist. Immer wenn ich in Braunschweig, in meiner Hochschulstadt, aus dem Bahnhof aussteige und das von Herrn Krämer in den 60er Jahren entworfene Merkur-Zentrum da sehe, dann weiß ich, was die Hölle sein kann jenseits dieser mythologischen Machination, wie wir sie hier sehen.
Schauen wir jetzt genauer die drei Leitbegriffe der Sphärenbände an. Sie heißen Blasen, Globen und Schäumen. Und jeder aufgeklärte Kulturtheoretiker winkt gleich ab, weil er denkt, das sei eine bloße Metapher. Aber ich sage, das ist ein seltener Glücksfall einer Metaphorik, die nicht bloß illustrativen, dekorativen Charakter hat, sondern es ist wirklich eine gelungene Strukturanalogie, weil sie echte kategoriale Unterscheidungen erlaubt. Erstens die Blasen. Also ich versuche hier wirklich, Moment, Herr Brenner, ich glaube nicht allzu viel Zeit, also 20 Minuten noch. Erstens die Blasen. Ja? Erstens die Blasen. Damit bezeichnet Sloterdijk biologische und psychosoziale Mikrosphären, also Bereiche, die für das Mitsein der andere Äußere affizierbar sind und Lebensräume in starken Beziehungen und Zweieinigkeiten schaffen. Das beginnt bei der embryonalen Klausur in der Mutter über die Intimsphäre zwischen Liebenden bis hin zur klanglichen Sonosphäre und dann letztlich religiösen Seelenraumteilung. Hier gibt stets das Paar den Ton an. Das beseelende Ineinandergreifen zweier Individuen, zweier Lebewesen ist die kleinste humane Einheit. Sloterdijk sagt, eines der falschesten und irrigsten Wörter unseres Sprachschatz ist das Wort Individuum. Er redet nur von Dividuum. Der Einzelne ist das Geteilte, das Paar ist die kleinste soziale Einheit. Auch die Liebe definiert er als Solidarisierung, die im Kern auf eine gemeinsame Innenraumschöpfung hinausläuft. Danach kommt, wir sehen es auf der anderen Seite, mit diesem schönen illustrierten Atlanten- und Globusbild, der Band Globen. Aus der Vergrößerung der mikrosphärischen Blasen entstehen die Makrosphären der Globen, der Stadtmauern und der Reichsgrenzen. Sie sollen Sicherheit im Großen gewähren, ganz wie der Gottesglaube, der ja ein Menschenalter lang das stärkste Schutzschild gegen das Ungeheure war. Und mit diesem Sicherheitsstreben dann ist verbunden die Expansion des Seelischen in die Großräume der historischen Zeiten sowie die reale Sphärenerweiterung der terrestrischen Globalisierung. Aber bis hierhin, das kann man festhalten, ist das Grundmotiv der klassischen Metaphysik noch gültig, nämlich dass die Welt Hauscharakter hat und dass die Menschen ein Einwohnerverhältnis zur Welt pflegen. Dann schließlich die Schäume. Sie entstehen schließlich durch das Zerplatzen der geschlossenen Sphären und durch die Dezentrierung im ungeheuren Weltaußenraum. Dadurch entstehen neue polyzentrische Raumvielheiten, die multifunktional und multiperspektivisch sind und die eine Art von pluraler Republik der Räume ergeben. Die Moderne, also unsere Moderne seit 1800, verabschiedet sich von der Gleichung, dass die Welt ein Haus ist und an die Stelle dieses Allhauses treten insulierte Egosphären. Also von der Subjektphilosophie über miniaturisierte Weltinseln bis hin zu stapelbaren Wohnzellen. Und alle diese Zellen, diese Schäume, ergeben einen festen Schaum von unzähligen Eigenwelten. Schaum versteht Sloterdijk strukturell als verwobene Skulptur aus Spannungsräumen, in der jede Blase geschlossen ist und trotzdem vom Nebenan abhängig ist. Das reicht bis hin zum aktuellen Körperkult heutzutage, wenn wir morgens unsere Überdosis Vitamine nehmen, unser Unsterblichkeitsmüsli löffeln und in die Muckibuden laufen, weil wir suchen den Schutz nicht mehr in Kollektiven, sondern wir bauen unsere Leibeshülle sportlich und ernährungsmäßig zum ultimativen Immunsystem auf. Angesichts der Undurchlässigkeit heutiger Lebensbezüge hält Sloterdijk Gesellschaft für eine Theoriefiktion. Jeder Soziologe, der das hört, geht die Wände auf und möchte am liebsten einen Haufen haben, um ihn über den Haufen zu schießen. Zum besseren Verständnis seiner Schaumtheorie scherzte Sloterdijk einmal, ich zitiere, meine Schaumtheorie ist für alle, die begriffen haben, dass sie mit ihren Nachbarn nichts zu tun haben wollen und die trotzdem eine gute Erklärung dafür brauchen, warum sie ihn nicht loswerden. Mhm. Durchgängiger Leitbegriff bei Sloterdijk ist das Wort Immunisierung. Immunisierung meint die Bildung von Schutzgeweben als Vorbeugung gegen Invasoren und Beleidiger, also auch psychologische Immunisierung. Immunisierung steht am Beginn aller Systembildung, denn auf das immunologische Urtrauma der Gefährdung selbstverständlicher Lebensbedingungen, Umwelt, Klima, Luft, Atmosphäre, antwortet der Mensch heute auch offensiv, nämlich mit einer kompensatorischen Umweltumkehrung. Das Äußere wird nach innen geholt und was bisher Umgebung war, wird selber eingefasst in biosphärischen Treibhäusern, was man sich natürlich längst nicht mehr nur als Zivilisationsexperiment in der Wüste Arizonas, sondern in allen klimatechnischen Rieseninstallationen von Großbauten feststellen kann. Herr Brennitz, werden wir bestätigen, die Junta der Klimaingenieure, der Gebäudetechniker, frisst ein Vielfaches dessen, was Ihnen als entwerfendem Architekt zum Schluss noch übrig bleibt. Ne? Also wir bewegen uns nur noch in klimatechnischen Installationen, gar nicht mehr in Architektur. Eine der wichtigsten
Disziplin für die Konstruktion von Immunsystemen ist natürlich seit alters die Architektur. Und da kommt das Sphärenwerk auf das Gehäusephänomen Stadt intensiv zu sprechen. Die Befestigung und Abgrenzung der Städte, sagt Sloterdijk, hatten lange Zeit immunologischen Sinn, eben nicht militärischen. Auf verblüffende Weise erklärt er das archäologische Rätsel der Riesenmauern antiker Städte. Wir sehen hier aus Fischer von Erlachs Weltwundern das antike Babylon. Diese Riesenmauern hatten nach Sloterdijks Auffassung den Sinn einer muralen Theologie. Also Herodot schreibt ja, glaube ich, dass die babylonische Stadtmauer 30 Meter breit war. Und das ist militärisch mit keinem Grenznutzen mehr zu rechtfertigen. Denn diese Riesenformate waren deshalb notwendig, weil sie ein Großversuch waren, eine selbstbrütende Innenwelt oder Eigenwelt herzustellen. Und Stadtmauern nennt Sloterdijk Ganzheitsbehälter, um große Zahlen von Menschen innerhalb einer Sinnsphäre mit solidarischen Raumvorstellungen zu animieren. Und man kann sich gut vorstellen, dass das für das multiethnische und polyglotte Babylon schon früh eine Überlebensnotwendigkeit war. Also nicht mehr Fortifikation, sondern Sinnstiftung durch den Mauerbau. Gut, könnte man ins Detail gehen und sagen, Rom hatte nie eine Stadtmauer, das war das heilige Pomerium, aber Sloterdijk hat auch das aufgegriffen und sagt also, Rom brauchte gar keine riesige Stadtmauer, die hatten schon eine Psychodynamik des Immunsystems, nämlich die verinnerlichte Idee der sakrosankten Stadtangergrenzen. Das war so wie eine unauslöschliche Eintragung im Kataster der himmlischen Götter. Gut, wenn man das gelesen hat, also ob Mauer, ob mit Mauer, alles dient der Sloterdijkschen These, dann kann der Verdacht aufkommen, dass Sloterdijks Immuntheorie vor allen Dingen auf Selbstimmunisierung angelegt ist. Also nämlich alle Einwände federn elastisch ab, sie arbeiten argumentativ immer mit Gürtel und Hosenträger. Wenn das eine nicht hält, dann hält das andere. Also alles kann nicht gleichzeitig runterrutschen. Denn immer wenn in der Stadtgeschichte äußere Feinde die sinnstiftenden urbanen Mauern ziemlich unsensibel aufbrechen, dann kommen bei Sloterdijk aus der Kulisse gleich die Heilverfahren der Könige, Religionsstifter und Priester, die dann die Breschen in den psychischen Stadtmauern und Lebenswelthüllen schließen. Und wenn dann auch diese Theologen nichts mehr taugen, diese Sinnstifter, dann kommen schließlich die Architekten und Baumeister, die fortan die priesterliche Magie in technische Sachkompetenz überführen. Da schwillt einem die Brust. Sie überführen eine priesterliche Magie in technische Sachkompetenz. Also jedem Architekten, der sagt, der lädt mich gleich zum Freigetränk ein. Mal sehen, was der Sloterdijk da alles noch von profitiert. Diese Einwände, dass Sloterdijk Vollkasko argumentiert, die verstummen jedoch, wenn er seine verblüffende Erklärung der Geburt der Philosophie aus dem Geist der Stadtzerstörung vorträgt. Sloterdijk datiert dies auf die Entstehung der Philosophie auf das zerrüttete nachsokratische Athen nach dem 30-jährigen Krieg gegen Sparta, als Athen ungefähr so aussah wie Berlin-Kreuzberg 45. Und in dieser besiegten Stadt, in diesem alten Athen, hätten die Philosophen fortan den Immungedanken machtvoll über jede urbane Territorialität hinaus erweitert. Dadurch konnten sie die Städte vor den Einbrüchen der Entfremdungskälte schützen. Weil sie den philosophischen Glauben an die Identität von Haus und Kosmos entwickelten. Philosophie, sagt Sloterdijk, ist die Fortführung des sinnlos gewordenen Stadtmauerbaus mit logischen Mitteln. Er spricht hier vom Übergang vom Stadtwohnen zum Seinswohnen. Ich zitiere weiter, die Philosophie wird zur Schule eines metaphysischen Exils. Denken heißt umziehen in das, woraus keine weitere Vertreibung möglich ist. Wie das Leben aus einer anfänglichen Leibeshöhle in einen Sozialbehälter übertritt, so wird die Philosophie zu einem Umzugshelfer aus dem politischen Stadtbehälter in eine Höhle aus purem Licht. Fantastisch, eine Höhle aus purem Licht. Jetzt muss ich ein bisschen springen, also die Höhlen aus purem Licht müssen wir leider, das wird uns, kriegen wir das nicht. Sloterdijk geht direkt ins 20. Jahrhundert und beschreibt, dass es 20. Jahrhundert ja, die gottesmörderische Moderne zwei Innovationen gebracht, nämlich die Perfektionierung von zwei Bautypen, nämlich das Appartement und das Stadion. Denn die moderne Gesellschaft beruht auf einem Komplementärverhältnis, sagt er. Sie zerlegt das soziale, individuierte, komplexe Einheiten innerhalb technisch ausgereifter Wohnmaschinen, also auf der individuellen Seite, aber dieses atomisierte Blasen- und Schaumgewebe fügt sie zugleich wieder zu kooperativen Ensembles und erregbaren Massen in faszinogenen Großbauten zusammen. Wir sehen hier an dieser faszinogenen Großbauten. Und
Das führt laut Sloterdijk zu der architektonischen Herausforderung, Raumverhältnisse zu schaffen, die die Vereinzelung und zugleich die Zusammenfassung unterstützen. Das klingt alles sehr banal oder hausfraulich oder hausväterlich, aber es ist dann doch bei genauem Nachdenken eine ziemlich große Herausforderung für die Entwurfstätigkeit. Sloterdijk beginnt bei den Wohnungen. Er sagt, Wohnungen bekommen immer mehr die Funktionen, die Einwohner mit Gewöhnungen und Verwöhnungen auszustatten. Gut, das wissen wir auch von der Wohnsoziologie in Köln. Wie hieß er nochmal? Silbermann? Der Wohnsoziologe in Köln? Silbermann, ne? Oder? Silbermann, ja. Also tolle Sachen, die er gemacht hat. Aber wir wissen ja, die Verhäuslichung aller Vitalfunktionen, unsere Wohnungen sind hochtechnologisch gerüstete Maschinenparks und alles aus dem öffentlichen Raum wird in die Wohnung rein gepackt. Deswegen brauchen wir ja auch immer mehr Wohnfläche, um diese Endmoräne der Warengesellschaft bei uns noch irgendwie stapeln zu können. Sloterdijk geht allerdings weiter, dieses Wohnen, Verwöhnen und Gewöhnen, und formuliert am Beispiel der Wohnung ein prachtvolles Lob der Wand. Klingt auch wieder banal, aber die Wand beschrieben als Prinzip der Co-Isolation. Also nicht einfach Isolation, wenn ich mich von Herrn Schröder abwenden werde, baue ich hier eine Wand. Die Wand müsste, und wenn sie stabil ist, von mir und Herrn Schröder gemeinsam gebaut werden, weil sonst steht sie nicht lange. Also das Prinzip der Co-Isolation, die Eigenschaft hat, das Abgewandtsein voneinander, miteinander, gemeinsam zu teilen. Und die Schaummetapher, die Sloterdijk in diesem Zusammenhang verwendet, mache sinnfällig, dass es kein Privateigentum an Isolierungsmitteln geben kann, weil gemeinsame Wände das interautistische Minimum sind. Also wenn Sie das nächste Mal eine Wand zeichnen, bitte denken Sie an das interautistische Minimum. Dass eine Wand immer kooperativ geplant werden muss, sonst steht sie nicht lange. Man könnte hier meines Erachtens das Entwurfsproblem gelungener Raumteilung dahingehend beschreiben, den falschen Gegensatz von entweder einschließender oder ausschließender Funktion zu überwinden und stattdessen ein Komplementärinteresse zu denken, das Mauern, Wände, Grenzen und Schwellen stets von beiden Seiten her denkt. Auf einer zweiten Bedeutungsebene verteidigt Sloterdijk mit dem Schaumbegriff, also wir sind jetzt ständig bei dem dritten Band, wo er explizit über Architektur schreibt, auf einer zweiten Bedeutungsebene nimmt er den Schaumbegriff als dasjenige, was Architekten Dichte nennen. Und Dichte ist ja das, was in der heutigen Planungspraxis immer noch wie ein Seuchenherd bekämpft wird. Dichte ist laut Sloterdijk, wunderschöne Formulierung, psychosozial ein reziproker Belästigungskoeffizient. Nochmal, Dichte ist psychosozial ein reziproker Belästigungskoeffizient. Dichte ist eine erzwungene Nachbarschaft mit hohem Koexistenzdruck. Und er spricht sogar von Dichte-Vernunft, nämlich hohe Dichte garantiert den Widerstand des Milieus gegen Ausdehnung, was ein Reizklima für Lernprozesse ist. Wir werden die GFZ und die Minimaldichte in unserem Städtebau damit nicht aushebeln können, aber ein Reizklima für Lernprozesse, dies als Fernziel in 300 bis 800 Jahren wieder zu erreichen, das wäre vielleicht, würde Sloterdijk ein bisschen Argumentationshilfe leisten. Nun gibt es ja viele jüngere Architekten, die Sloterdijks Schaumtheorie bereits als eine Ermunterung zu biomorphen Blob- und Blasenarchitektur verstehen. Ein besonders schönes Exemplar von Peter Cook aus Graz. Und die jüngeren Kollegen durchblättern Sloterdijks Werk wie ein Daumenkino, in dem alles Stehende und Ständische verdampft zu metabolistischen Stoffwechselvorgängen. Sloterdijk lässt sich das gefallen und lässt sich auch gerne auf dem Podium hin und her reichen. Und er kommt diesem, ich würde sagen, produktiven Missverständnis auch mit prägnanten Formeln entgegen, wenn er zum Beispiel sagt, ich zitiere, wo man Verluste an Form beklagt, stellen Gewinne an Beweglichkeit sich ein. Und das ist der Grund, warum dann neuexpressionistische Organiker und Interventionsarchitekten den Sloterdijk schon als Stichwortgeber einer neuen Ästhetik des leichten, verschiebbaren und lockeren loben. Aber ganz und gar nicht damit vereinbar ist, dass Sloterdijk ja bekanntlich im Ruf steht, eine rechte Alternative zu Habermas zu sein. Denn er stellt dem Evangelium für Diskurs und Kommunikation geradezu naturgesetzlich harte Seinstatsachen entgegen. Nicht geheuer sind ihm diese modernen Ideale von kollektiven Fließräumen und transparenten Häusern, also alles, was Innenverhältnisse bruchlos auf Außenverhältnisse abbilden will. Denn er teilt das neue überkommunikative Menschenbild der Chaosurbanisten und Netztheoretiker überhaupt nicht und er fordert die Architekten auch auf, verstärkt an den Isolierungsleistungen von Räumen und Gebäuden zum Zwecke der gelegentlichen Nichtkommunikation zu arbeiten. Also wenn ein Architekt heutzutage sagt, ich habe einen Raum für die Nichtkommunikation geschaffen, da brennt aber die Luft, es muss alles Kommunikation sein.
In diesem Zusammenhang kommt Sloterdijk auf die in den humanen Wissenschaften sträflich vernachlässigte Eigenschaft des Menschen zu sprechen, dass wir Menschen nämlich nicht nur herstellen, handeln, kommunizieren und uns vermehren, sondern dass wir auch schlafen. Und dafür brauchen wir einen existenziellen Raum. Und es gibt niemanden in der Haute-Volée der Philosophenwelt, der so zärtlich über das Schlafen spricht. Also man schläft anders, wenn man Sloterdijk abends mit ins Bett nimmt in Gedanken. Sloterdijk sagt, die Menschen sind nicht dauerwach und sie leisten auch keinen 24-Stunden-Dienst an der Realität, sondern sie entwickeln nur eine brüchige, geteilte Loyalität gegenüber der Wachwelt. Und er fordert deshalb die Planer und auch die gesamten Anthropologen auf, den Menschen als einen Homo Nocturnus zu konzipieren, der in einem natürlichen Rhythmus so etwas wie Weltabwesenheit braucht, also in einen arg-kosmischen Zustand gerät. Deswegen fordert er, man soll den Menschen vom Schlaf her verstehen, also vom Immunbedürfnis seines schwächsten Augenblicks. Und er scheut sich auch nicht, eine banale Bettdecke zum Zudecken als Mittel, ich zitiere, der nächtlichen Selbstergänzung zu beschreiben, als einen schlafunterstützenden Engeraum zwecks Entwarnung. Auch mit diesem Satz deckt man sich künftig anders zu. Ein schlafunterstützender Engeraum zwecks Entwarnung. Wenn ich beim nächsten nochmal Kunsthistoriker werde, dann werde ich dieses Motiv des Schlafens untersuchen. Ich frage meine Studenten, bitte liefert mir Bilder aus den 2000 Jahren der abendländischen Kunstgeschichte des Schlafens. Es gibt sehr, sehr wenig und einzig den, einer wenigen kenne Edouard Vuillard von 1881, der Schlaf. Hier ist die Bettdecke, der schlafunterstützende Engeraum, endlich mal prominent ins Bild gerückt worden. Einen anderen, der den Menschen schlafend zeigt und nicht nackt. Wir haben viele schlafende Nackte, ein völlig widernatürliches Verhältnis. Man schläft nicht nackt. Können wir lange drüber reden, vielleicht nach Abschluss der Weisheit. Unser großer Menzel hat dem schlafenden Menschen in seiner genialen Art einige Darstellungen gewidmet, für die wir ihm sehr dankbar sein sollten. Sloterdijk glaubt, dass man die gesamte menschliche Raumbildungs- und Bautätigkeit unter diesem Gesichtspunkt betrachten kann, nämlich ob sie zu einer Beherbergungsarchitektur führt, die größte Schlafimmunität gestattet, oder auf der anderen Seite, ob es sich um eine Art von Gebäuden handelt, in denen Nächtigungen von Menschen nicht vorgesehen sind. Gerade in den Triumphbauten der zeitgenössischen Architektur, also den gezeichneten Großstadien, den Bürotürmen, den Großhallen, den Verkehrsknoten, sieht er einen starken Zug zur Vernachlässigung des Homo Nocturnus. Ich zitiere, der Mensch insgesamt wird entnächtigt und die Gebäude werden so hingestellt, dass man ihnen von vornherein ansieht, dass hier kein Nachtleben im Sinn einer Schlafimmunität angeboten wird. Gegen die Romantik der totalen Offenheit setzt er seine Auffassung, dass Menschen im ontologischen Sinn nur draußen sein können, in dem Maße, in dem sie durch Innenhalt stabilisiert werden. Das Unbehagen, das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Satz, das Unbehagen in der Kultur führt er im Gegensatz zu Freud nämlich nicht auf Triebverzicht, sondern vielmehr auf Formentzug zurück. Also nicht auf libidinöse Entbehrung, sondern auf sphärische Entbehrung. Und Leben lernen, so resümiert Sloterdijk, heißt an Orten sein lernen. Er outet sich damit als Vertreter eines reaktionären Raumdenkens. Er nennt sich selber einen Reaktionär. Zumindest wendet er sich gegen die moderne Raumkompression, gegen die Dezentralisierungsromantik und auch gegen die Immaterialisierungsmystik und er plädiert für das Erlebnis des Ausgedehnten, für die Rückkehr zum Kontext und für die Einbettung in lokale Solidarsysteme. Denn er möchte von der Chronolatrie, also der Zeitvergötzung im 20. Jahrhundert, wieder zur Topophilie, zur Ortsliebe zurückfinden. Die jüngere europäische Geschichte beschreibt er als Verdrängung von Näheerfahrung. Im 20. Jahrhundert, sagt er, leiden die Menschen an Raumstresssymptomen, denn sie wissen nicht mehr, wo und wie sie wohnen, mit wem sie zusammengehören, in welchen Formaten sie kommunizieren. Zum Abschluss seine Selbstbeschreibung, sein philosophisches Vorgehensweise beschreibt er in der Sprache der Weinkenner. Er nennt nämlich sein Schreiben ein Dekantieren. Sie kennen das Abgießen von Wein. Er sagt nämlich, ich lese große Metaphysiker wieder und fülle diese alten Höchstgewächse des Denkens in neue Gefäße und lasse dabei ihre Verschrobenheiten ablüften. Also die Verschrobenheiten von Heidegger. Das Unerträgliche, dieser Modergeruch bei Heidegger. Bei Sloterdijk wird das abgegossen, Heidegger als Konzentrat reiner geistiger Stoff. Und seine eigene Rolle beschreibt er nur als Kellermeister oder als Mundschenk der Gedankenströme. Also überkandidelt klingt der Mann nicht, wenn er sich so als Hilfstechniker beschreibt. Es gibt im zweiten Band dieser Sphärentrilogie einen großen Satz über das entfaltete menschliche Beseelungsvermögen.
Und ich meine, dieser Satz könnte für die Architektur das werden, was Kants kategorischer Imperativ für die Ethik ist. Er lautet: Fasse alle Dinge und Ereignisse im Äußeren so zusammen, dass sie stets als Elemente eines vergrößerten Inneren verstanden werden können. Ich wiederhole: Fasse alle Ereignisse und Dinge im Äußeren so auf, dass sie jederzeit als Elemente eines vergrößerten Inneren verstanden werden können. Das lässt sich bis auf die kleinste architektonische Entwurfsaufgabe herunterbrechen, die nämlich bei aller Egozentrik der Raumbesetzung stets die Anschlussfähigkeit und die Koexistenz mit anderem mitzudenken hat. Sloterdijk hält uns nämlich wirft uns vor, wir würden das eigene und Fremde falsch unterscheiden, weil wir zu klein definierte Egoismusformate hätten. Deshalb fordert er, wir sollten ein größeres, inklusiveres eigenes schaffen. Ich deute nur an, dass sich dieser Gedanke an konkreten Gestaltungsaufgaben auch erproben lässt. Wenn wir Sloterdijk zustimmen, dann arbeitet die heutige Architektur ja an zwei extremen Polen, einerseits an den haustechnischen und medial hochgerüsteten Mikrosphären des Wohnens und andererseits an den großen Kollektoren des Versammlungslebens oder konventioneller ausgerückt an privaten und öffentlichen Räumen, früher hieß es mal profane und heilige Räume. Und dabei entpuppt sich aber diese besagte Kardinaldifferenz von innen und außen als ganz und gar nicht banal, sondern sie wird zum Prüfstein für jeden baulichen Architekturentwurf. Es geht nämlich um die Grenzen, die Übergänge, die Vermittlungen, die Schnittstellen und Schwellenräume. Es geht um den Dimensionssprung von individueller und kollektiver Teilhabe. Es geht um die sublimierende Kraft von Übergangssituationen, um die Verwandlung des toten Aggregatzustands von fixierten Teilräumen mittels Schnittstellen und Schwellenwirkung in lebendige, solidarische Erwartungsräume. Hier ein Entwurf von Graf für Hünsdorf, nicht realisiert, aber die Schwellensituation einer geöffneten, transitorischen Zone sehr, sehr schön dargestellt. Zu allerletzt möchte ich Ihnen sagen, warum dieser Philosoph eine besondere Glut und auch eine Willenskraft hat. Und mein verehrter Lehrer und Doktorvater Heinrich Klotz, der vor mittlerweile 13 Jahren verstorben ist, hatte ja Sloterdijk an seine Karlsruher Hochschule geholt und beschrieb ihn stets hingebungsvoll als einen Philosophen, der auch ein Macher ist. Und diese Verbindung von Denken und Handeln, von Reflexion und Erfahrungshunger, das hat unter seinen akademischen Kollegen stets Argwohn hervorgerufen. Größten Argwohn ruft es immer hervor, wenn Sloterdijk nicht ableugnet, dass er in seiner Jugend ein Morgenlandfahrer war, also ein Aussteiger. Ein Morgenlandfahrer, der in seiner Selbsterfahrungsperiode Ende der 70er Jahre intime Kenntnisse orientalischer Meditations- und Weisheitslehren erwarb. Und der sehr geschätzte Berliner Philosoph Volker Gerhardt fasst das Phänomen Sloterdijk in die Formel zusammen. Er nennt ihn einen Sponti, der Guru werden wollte auf dem Weg ins System. Also Sponti, Guru, Systemphilosoph. Das ist gut formuliert. Also können sich manche Journalisten was an Kürze abschneiden. Sloterdijk selbst macht keinen Hehl daraus, dass er eine Zeit lang bei Bhagwan in Pune gelebt hat und er beschrieb diese Zeit einmal als irreversible Umstimmungserfahrung. Ich zitiere ihn: Man wird unempfänglich für Theorien, in denen die Depression immer recht hat. Man will den Wettbewerb, wer der Unglücklichere ist, nicht mehr um jeden Preis gewinnen. Man lebt unter einem helleren Himmel. Herr Schröder. Müssen wir auch mal versuchen, ja. Man muss freilich nicht erklären, dass die deutsche Geistesgeschichte, namentlich die Architektur, wahnsinnig viel den kulturellen Morgenlandfahrern und ihren größten Vertretern verdankt. Gott sei Dank sitzt Wolfgang Pien da hinten. Er hat uns mit seinen fantastischen Expressionismusbüchern überhaupt dieses gesamte kulturelle Wissen beschert, dass die P und die Behrens, die Mendelssohns, die Pölzigs, die Bartnings, Bonatz und Taut allesamt dem Ex-Oriente Lux gefolgt sind. Sloterdijks eigentliche Bedeutung für uns, der letzte Satz, besteht in seiner radikalen Komplexitätsreduktion aller menschlichen Raumbildungsgeheimnisse auf nur 2500 Buchseiten. Wer das als zu lang und zu umständlich empfindet, der ist sich nicht klar darüber, dass das Sphärenwerk auf der souveränen Verdichtung und Neuinterpretation von mindestens 50.000 bis 70.000 Seiten Anthropologie, Kunsttheorie, Baugeschichte, Raumdenken und Philosophie beruht. Kürzer kann sich ein Autor einfach nicht fassen. Vielen Dank.
Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken für die Einladung, heute Abend hier zu sprechen, und zwar über das Buch von Colin Rowe und Fred Kötter, Collage City. Ich werde zunächst mal ganz kurz die Personen und die Zeitumstände darstellen, dann auch noch mal kurz auf die Sprache von Colin Rowe eingehen, dann das Buch in seinen inhaltlichen Ablauf zitieren und Ihnen näher bringen und dann am Schluss versuchen, eine Wertung und Einordnung zu bringen, die die Bedeutung dieses Buches Collage City möglicherweise für unsere eigene Arbeit und für unsere aktuelle Situation versucht zu charakterisieren. Das Buch Collage City von Colin Rowe und Fred Kötter ist 1978 auf Englisch erschienen, dann 84 oder 83 auf Deutsch. Relativ nah dazu ist erschienen von Richard Sennett das Buch Civitas 1990, dann von Aldo Rossi Die Architektur der Stadt 1966, von Rob Grier das Buch Stadtraum 1975, dann von Ungers Die Thematisierung der Architektur 1983. Und man kann als eine Art bauhistorischen Vorläufer von Colin Rowe auch Emil Kaufmann nennen, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel von Le Doubs Le Corbusier 1933 und das Reprint 1985. Was war das eigentlich für eine Zeit und für eine Zeitgenossenschaft, als diese Autoren ihre Bücher veröffentlicht haben? Es geht bei Richard Sennett ganz stark um das Thema des öffentlichen Raumes. Es geht bei Aldo Rossi um die Fragen der Typologie. Es geht bei Rob Grier um das Thema Struktur und Raum. Es geht bei Ungers um das Thema Typus und Geschichte als Vorbild für aktuelles Architekturschaffen. Das Gemeinsame dieser Zeit, die ich als Student und auch als junger Architekt mit unter meinem Mentor Josef Braukleihus erlebt habe, die Herausforderung war ganz sicher eine Art von Raumstress, die sich aufgebaut hatte in den Erfahrungen der Stadtentwicklung aus der Moderne heraus und dann speziell auch in der Nachkriegszeit. Und es war so, dass diese Autoren und Architekten sich zusammengefunden haben, das Thema der Stadtgeschichte und der Kulturgeschichte wieder in den Vordergrund des entwurflichen Diskurses zu schieben. Und insofern war diese Bewegung nicht nur ein theoretischer Diskurs, der von Architekten, auch Colin Rowe, ist eigentlich ein Mensch, der von konkreten architektonischen Visionen ausgeht, und er ist auch Romantiker, viele waren Romantiker damals, auch in Bezug auf das Vorbild der italienischen Architektur, im Grunde genommen also auf die heroische Architekturtradition. Aber der Raumstress, der damals herrschte, dieses Gefühl von Unbehaustsein, war offensichtlich Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, zuerst mal die Gründe für diesen Raumstress herauszufinden und dann auch Möglichkeiten zu entwickeln, diesem Raumstress zu entfliehen. Und zwar natürlich dadurch, dass man versucht, architektonische Leitbilder zu entwickeln. Und diese architektonischen Leitbilder wurden von anderen Autoren, dazu zähle ich auch Aldo Rossi und auch O.M. Ungers, gekennzeichnet durch eine ganz starke Konkretion des architektonischen Leitbildes, während wir sehen bei Colin Rowe eine sehr viel offenere, vielleicht auch etwas unausgesprochene geistige Auseinandersetzung mit der Architektur der Stadt gesucht wurde und es deswegen wahrscheinlich falsch ist, aus dem Anregungen von Colin Rowe heraus nach ganz konkreten Leitbildern zu suchen, sondern was Colin Rowe uns vermitteln wird, jetzt auch in diesem Vortrag, ist eher eine geistige Haltung zum Thema der Architektur der Stadt und zu der Frage der Behausung und auch der kulturellen Entstehungsgeschichte von menschlicher Behausung, weil der Diskurs über Architektur und über Stadt für Architekten und solche, die also auch entwerfen, natürlich immer eine ganz konkrete Dimension entwickeln muss, in dem Sinne, dass man in seiner eigenen Arbeit sich auf bestimmte Kategorien, Vorbilder beziehen kann.
Also Colin Rowe war nicht alleine in dieser Zeit, und ein politisch vielleicht das wichtigste Ereignis dieser Jahre war eben die IBA in Berlin, die Josef Paul Kleihus organisiert hat, und ich als junger Architekt und Mitarbeiter im Büro Kleihus, auch noch als Student, habe dann diese ganzen Personen immer irgendwo im Aufzug getroffen, wenn man zu irgendwelchen Preisgerichten gefahren ist oder irgendwelche Vortragsveranstaltungen stattgefunden haben. Das heißt also, diese genannten Personen waren nicht nur Architekturtheoretiker und Architekturkritiker, sie waren natürlich auch handelnde Architekten und wurden dann speziell in der IBA in Berlin auch in das aktuelle Projekt eingebunden, sozusagen. Mit wechselndem Erfolg natürlich in dieser Zeit. Das Buch von Colin Rowe, was ja übersetzt worden ist von Schweizer Autoren, ist sehr schwer zu interpretieren, weil er selber eigentlich keine wirklich logische Sprachkultur entwickelt, sondern er lässt sich sehr stark von der Faszination seiner Vorstellungswelten lenken und wendet diese Faszination unmittelbar an in seinen Texten, was oft zu völlig überraschenden Aussagen führt, wo man nicht so genau weiß, was ist jetzt gemeint. Das heißt, die Logik der sprachlichen Entwicklung wird im Wesentlichen immer überholt, auch von seiner Empathie und in seiner Schreibkraft und in seiner Leidenschaft für bestimmte Dinge und Vorbilder und seiner Ablehnung wiederum von anderen Positionen. Wenn ich jetzt dieses Buch vorstellen darf, was sehr wichtig ist, um auch zu verstehen, wie er diese Ideen entwickelt und wo es dann auch hinführt. Man versteht auch nur das Ende dieses Buches, wenn man versucht, seine Entwicklung und seine Argumentation nachzuvollziehen. Also er beschreibt zum Beispiel in der Einleitung seine Motivation, warum er überhaupt dieses Buch geschrieben hat und worum es ihm geht. Und es wird sofort klar, dass er sich wendet gegen die Tradition der Moderne, und er schreibt, die moderne Architektur, die ihre Wissenschaftlichkeit verkündet hat, zeichnet sich durch naiven Idealismus aus. Das heißt, er kennzeichnet also in der Einleitung schon die moderne Architektur zunächst einmal ganz generell als naiven Idealismus. Im zweiten Kapitel, Utopia, kennzeichnet er zunächst einmal die Haltung der Moderne und der modernen Architektur, natürlich hauptsächlich in der Person von Le Corbusier und Gropius, als Evangelisten. Das heißt, es geht um ein Evangelium. Die moderne Architektur, wie er sagt, wird sicher am treffendsten als Evangelium gedeutet, ganz wörtlich als frohe Botschaft, daher auch ihre Wirkung zunächst. Im Wesentlichen waren es didaktische Illustrationen, die weniger um ihrer selbst willen erfasst werden sollten, als vielmehr als Anzeichen einer besseren Welt. Das heißt also, das architektonische Projekt nicht nur als Selbstzweck oder Erfüllung von konkreten Bauaufgaben, sondern das architektonische Projekt als Botschaft für eine bessere Welt. Eine Definition der modernen Architektur könnte sein, dass sie der Auffassung war, dass das Bauen in der Gegenwart jene vollkommenere Ordnung verbreitet, welche die Zukunft eben im Begriffe ist zu offenbaren. Das heißt also, die moderne Architektur als Evangelium und als solches auch angreifbar, weil die Behauptung, die mit den Theorien der modernen Architektur und dem Siedlungsbau aufgestellt wurden, eben in sich halten den Anspruch, eine bessere Welt, und zwar in ihrer Totalität, darzustellen. Er stellt dann dieses Evangelium der modernen Architektur in einen historischen Kontext und benennt zwei wesentliche andere Strömungen, die es früher gegeben hat, also auf die er sich bezieht, als Geschichtsereignis früherer Zeit. Und zwar um 1500 das Thema der Idealstadt, die Giorgio Martinis, Sebastiano Serlio, und diese
Utopie, die dort stattfindet, hat er genannt, das Sinnbild für das Universale und endgültig Gute. Dadurch sagt er, dass die Idealstadt-Tendenz des, um 1500 eine geistige Bewegung war, die behauptet hat, dass das, was man zeichnet, was man darstellt, auf einen göttlichen Zustand oder paradiesischen Zustand hinweist, wo der Mensch also sich einer göttlichen Dimension nähert. Er stellt dann dem entgegen die Beziehung, die Bewegung um 1800, und zwar einmal den Begriff des edlen Wilden von Jean-Jacques Rousseau und auf der anderen Seite die Weltregierung der Wissenschaft von Henri de Saint-Simon. Das heißt, er sagt, in der weiteren Entwicklung hat sich diese geistige Idealvorstellung von Architektur und Stadt gewandelt, insofern, dass man zunächst einmal die Stadt in Frage gestellt hat und sagt, die Natur ist eigentlich das Paradies und die angemessene Umwelt für den Menschen. Und auf der anderen Seite die Wissenschaftlichkeit als eine Grundforderung, um überhaupt diskutierbare und wertbare Forderungen aufzustellen. Und er sagt, dass die Moderne auf dieser Grundlage die Ville Radieuse entwickelt hat, also Le Corbusier und dann auch Gropius um 1920, als Evangelium und Ausdruck von Naturnähe und Rationalität. Das heißt also, dass die Ideologie der Moderne im Wesentlichen basierte auf der Vorstellung, einmal, dass der Mensch am besten aufgehoben ist in der freien Natur und auf der anderen Seite, dass jede architektonische Aktion einer wissenschaftlichen Prüfung standhalten muss. Das dritte Kapitel nennt er nach dem Millennium. Nach dem Millennium heißt, was sind eigentlich in der Nachkriegszeit die wesentlichen utopischen Ideen gewesen, bevor Colin Rowe und die Kollegen ihre Beiträge geliefert haben und ihre Bücher geschrieben haben. Und zwar benennt er auf der einen Seite Townscape und auf der anderen Seite Science Fiction. Das heißt, der architektonische Diskurs nach der Moderne in der Nachkriegszeit hat auf der einen Seite eine Art Disney World hervorgebracht, das heißt eine irrationale, fast irrationale, sentimentale, romantische Architekturauffassung und auf der anderen Seite Science Fiction, also die Überschreitung sämtlicher baulicher Grenzen im Sinne einer geometrischen Weltherrschaft, wo das architektonische System im Grunde nur noch darin besteht, dass sich ein rationales geometrisches System mit dem natürlichen System überlagert. Und er sagt, und er charakterisiert diese beiden Tendenzen so, also einmal Disney World und Superstudio, Townscape und Science Fiction. Bis jetzt haben wir die moderne Architektur zuerst als Trinkgelage mit dem Schicksal und dann als Kater am nächsten Morgen charakterisiert, der sich mit mindestens zwei alterprobten Mitteln Erleichterung verschaffte, mit einer Kopfwehtablette und mit dem erneuten Griff zur Flasche. Dann sagt er, was sind denn eigentlich diese neuen Punkte, die wir anstreben müssen, wenn wir weder die wissenschaftliche Verabsolutierung der Moderne möchten, wir aber auch nicht diese sentimentale Verherrlichung der Vergangenheit möchten, wir aber auch nicht möchten, dass die Architektur alleiniger Gegenstand einer wissenschaftlich abstrakten Optimierung wird. Was müssen wir denn tun überhaupt? Und was möchte ich euch auch erzählen in diesem Buch, Collage City? Und er sagt, er fasst dann diese Thesen kurz zusammen und er sagt, warum sollten wir verpflichtet sein, Nostalgie für die Zukunft der Nostalgie für die Vergangenheit vorzuziehen? Das heißt, er stellt zunächst einmal die Tendenz
nach vorne, der Tendenz nach hinten, also der Zukunftsvorstellung und der Erinnerung nebeneinander. Zweitens, könnte das Modell der Stadt, das uns vorschwebt, nicht unserer bekannten psychischen Konstitution entsprechen? Das heißt, er bezieht sich in der Konstitution der Stadt auf die Erfahrungswerte und die auf die kulturelle Konstitution des Menschen, der seine eigene Stadterfahrung und seine Kulturerfahrung einbringen möchte in das, was heute und morgen geschieht. Und drittens, könnte diese ideale Stadt, die Collage City fordert, könnte diese ideale Stadt nicht gleichzeitig ganz ausdrücklich Theater der Vorhersage und Theater der Erinnerung sein? Also eine Stadt, die sowohl nach vorne projiziert ist, wie sie auch nach hinten projiziert ist. Und in diesem Moment der zwei, der doppelten Richtung, kommt schon zum ersten Mal die Komplexität des Denkens von Colin Rowe und Fred Kötter zum Ausdruck, nämlich sich nie für eine Position und für eine Denkrichtung alleine zu entscheiden, sondern diese Dinge zu überlagern. Das vierte Kapitel, und nun kommt er langsam auf das Thema Architektur und Raum konkret zu sprechen, heißt Krise des Objekts. Mit Krise des Objekts ist gemeint, dass, stellt er Figur-Grund-Schemata gegeneinander, dass er sagt, dass in der modernen Architektur die Masse und die Leere gleichgewichtige Elemente sind. Wie das jetzt in Sloterdijks Definition ist, ist eine ganz, weiß ich nicht. Aber die Moderne geht davon aus, dass das Objekt, das architektonische Objekt, das Gebäude, das Haus, freigestellt wird. Das heißt also, dass es ein Luft und Natur um sich herum hat. Natürlich, und das zeigt ja dann im Vergleich zu den historischen Stadtgrundrissen, natürlich ist der Preis, der dafür bezahlt wird, der Verlust an öffentlichen Räumen, weil sich das architektonische Objekt eben im Raum frei darstellt und auch verlieren kann. Es geht also im Wesentlichen darum, dass er der Moderne vorwirft, dass die architektonischen Objekte isoliert sind und nicht mehr in einem städtischen Zusammenhang gesehen werden und dass damit natürlich der Verlust des städtischen Raumes unmittelbar verbunden ist. Und ein wesentlicher Ehrgeiz von Colin Rowe ist natürlich, diesen Stadtraum wiederzugewinnen und zwar als erlebbaren und sichtbaren Stadtraum. Die Folge aus dieser Betrachtung für Colin Rowe ist ganz eindeutig, dass man das Figur-Grund-Problem der Moderne umkehrt zugunsten von kompakten Stadträumen, die so dicht wie möglich gebaut werden sollen und in die das Objekt, das architektonische Objekt, das er nicht verlieren möchte, aber stringent eingebunden ist. Es gibt also zwei ganz wichtige Hinweise von Colin Rowe an dieser Stelle, wo es darum geht, nicht nur die Geschichte wiederzugewinnen, sondern auch den Stadtraum wiederzugewinnen. Das sind jetzt schon zwei wichtige Dinge. Und zwar weist er hin auf eine architektonische Tradition, die durch die Moderne vollkommen negiert worden ist, bis heute eigentlich. Und zwar nennt er das die andere Moderne. Die andere Moderne, dabei meint er Architekten wie Asplund und Perret. Dabei soll nochmal hingewiesen werden auf das Zitat Vorhersage und Erinnerung als gleichwertige Größen zu benennen. Und er zeigt an diesen Architekten, wie es möglich ist, eine zeitgenössische Architektursprache zu entwickeln und diese Architektur in bestehende städtische Kontexte zu integrieren unter Respektierung der geschichtlichen und der örtlichen Dimension. Zweitens weist er hin auf die Typenfrage und da trifft er sich natürlich sowohl mit Aldo Rossi wie auch mit Ungers. Die Typenfrage, der Typus der Architektur ist nicht nur als starke Figur im Stadtgrundriss präsent, er ist auch wandel- und transportierbar und klar antifunktionalistisch
geprägt. Das heißt, er verweist also nicht nur auf den Stadtraum, sondern auch auf den Typus der Architektur und sagt, diese Typen bilden für uns ein Reservoir. Und mit diesem Reservoir können wir auf verschiedene Herausforderungen reagieren. Wir nehmen uns aber heraus, die Typen nicht als starre Figuren zu transportieren, sondern geschmeidig mit ihnen auf bestehende Herausforderungen zu reagieren. Damit wird der Typus als formales Element oder als Charaktereigenschaft der Architektur ganz eindeutig auch auf gegen eine funktionalistische Tendenz ausgespielt. Er geht dann ganz speziell auf den Nolli-Plan von Rom und auf den Plan de Turgot von Paris ein und zeigt an diesen Beispielen, wie so etwas funktionieren kann, wobei, wenn man den Nolli-Plan betrachtet, im Grunde zwei Dinge ins Auge fallen. Das eine ist ein durchaus pragmatisch entwickeltes Straßennetz, was im Laufe der Zeit entstanden ist, aber innerhalb dieses Straßensystems gibt es sowohl, was Gebäude wie auch öffentliche Räume angeht, besondere Kristallisationspunkte. Und diese besonderen Kristallisationspunkte machen die Stadt identifizierbar und bringen somit sowohl die Vergangenheit wie auch den Typus ins Gespräch im städtischen Kontext. Im nächsten Kapitel, im fünften Kapitel, bereitet er dann die These der Collage City konkret vor. Und zwar geht es in diesem Kapitel Collision City zunächst einmal um das Märchen vom Igel und vom Fuchs. Und dieses Märchen beschreibt er so: Wir sollen dabei, sinnbildlich genommen, aber ohne zu übertreiben, Typen von zwei Arten der psychologischen Ausrichtung und des Temperaments vor uns haben. Der eine, der Igel, beschäftigt sich mit der Vorherrschaft einer Idee. Und der andere, der Fuchs, beschäftigt sich mit der Vielfalt von Anreizen. Er sagt also, für mich, sagt er, ist der Fuchs eigentlich der Typus von Architekt oder von Handelndem, der für mich von größerer Bedeutung ist als der Igel. Und zwar, das Plädoyer für den Fuchs bedeutet, dass die Komplexität von Fragestellungen, die Komplexität von Stadt und Architektur in Beziehung zu den jeweils herrschenden Lebensumständen keine schematischen Lösungen verträgt, sondern es geht immer darum, auf eine besonders geschickte oder schlaue Weise eine Beziehung herzustellen zwischen dem, was wir wissen und was wir gelernt haben und was auch die Typologie ausmacht und dem, was wir damit anfangen. Er verweist dann bei Corbusier auf diese Doppelgesichtigkeit. Er sagt, Corbusier war, bezogen auf seine städtebaulichen Modellprojekte, ein Igel, aber er war in dem Entwurf seiner einzelnen Häuser und seiner kleinen Architekturen ein Fuchs. Das heißt, in Corbusier selbst schlummerten seiner Meinung nach diese beiden Charaktereigenschaften. Er kommt dann auf einen weiteren wichtigen Punkt, und zwar auf die Strategie der Bricolage, und bezieht sich dabei auf Claude Lévi-Strauss. Und Lévi-Strauss beschreibt dieses Bricolage-Denken so: Der Bastler, also der Bricoleur, ist in der Lage, eine große Anzahl verschiedenartigster Arbeiten auszuführen. Doch im Unterschied zum Ingenieur macht er seine Arbeiten nicht davon abhängig, ob ihm die Rohstoffe oder Werkzeuge erreichbar sind, die je nach Produkt geplant oder beschafft werden müssten. Die Welt seiner Mittel ist begrenzt und die Regel seines Spiels, dass der Städtebau und die Architektur der Stadt als Spielanlage besteht immer darin, jederzeit mit dem, was ihm zur Hand ist, auszukommen, das heißt mit einer stets begrenzten Auswahl von Werkzeugen und Materialien, die zudem noch
heterogen sind. Also mit der Bezugnahme auf Levi Strauss führt er das Thema des Bastelns ein, die Bricolage, und verbindet damit bezogen auf den Städtebau eine Tendenz, die weggeht von dem Zwang der kompletten Systematisierung nach einem Modell hin zu einer Improvisation, zu der Reaktion auf bestehende Situationen, auch auf schwierige Situationen mit Mitteln, die aber dann nicht den Anspruch haben, in aller Totalität durchgesetzt zu werden. Das heißt, dadurch ergibt sich ein Spiel, was komplex angelegt ist und was gleichzeitig sich mit den Fragmenten einzelner Bestandteile zufrieden gibt. Er kommt dann im sechsten Kapitel Collage City dann endgültig zu der These, zu der Stadt- oder Architekturthese, die er vertritt. Und ganz vorne dran bezieht er sich auf Popper, und zwar mit dem Satz, kein Fortschritt ohne Erinnerung. Das heißt, er geht also hier zum letzten Mal gegen die Ideologie der Moderne vor und sagt, das reine Avantgarde-Denken ohne die Erinnerung oder das Ausmerzen der Erinnerung sozusagen als konstituierendes Element voraussetzt, diese Moderne hat eben keinen Sinn, denn es gibt keinen Fortschritt ohne Erinnerung. Und er sagt dann im Anschluss daran, wenn es einen aufgeklärten Traditionalismus geben soll, und er hat ja gegen Disney World und gegen diese ganzen romantisierenden, nostalgischen Modelle angeschrieben, wenn es also einen aufgeklärten Traditionalismus geben soll, muss es auch einen aufgeklärten Utopismus geben. Das heißt, wir müssen auch unsere scheinbar auch wissenschaftlich so geklärten Entwurfsziele müssen wir genauso in Frage stellen wie die blinde Übernahme von historischen Modellen. Und diesen Zwang zur Selbstbefragung des Architekten und des Entwerfers, was ist richtig und was ist falsch, und wo sind die Grenzen meiner Wahrnehmung, lässt die Moderne schmerzlich vermissen in seinen Augen. Er kommt dann zu dem nächsten Kernbegriff und redet von der Stadt als Museum. Das heißt, und bezieht sich dann auf München zum Beispiel, auf die Stadt von Leo von Klenze und Ludwig I. Und was heißt das eigentlich, die Stadt als Museum? Die Stadt als Museum definiert er so, dass er sagt, unabhängige Teile mit unterschiedlichen Referenzen und kulturellen Hintergründen treffen aufeinander und eröffnen den Blick in die architektonische Kultur. Und da kommt ganz stark ein Bedürfnis von Colin Rowe und Fred Kötter zum Ausdruck, der die Architektur eben nicht nur als ein dienendes und, wenn man so will, als ein Werkzeug betrachtet, sondern als ein Spielzeug, was erst einmal flexibel und beweglich eingesetzt wird in ganz unterschiedlichen Situationen, also wo die Architektur in ihrer Komplexität, der Komplexität der Bedingungen entsprechen soll, sondern er redet natürlich auch von der architektonischen Kultur. Das heißt, das, was wir an Architektur und an Stadt sehen und haben und in all seinen Erscheinungsformen ist natürlich eine kulturelle Geschichte, in die wir hineingeboren sind und die wir auch interpretieren und verändern können. Und für Colin Rowe entsteht in diesem Moment auch ein utopischer Moment von Verzauberung und kultureller Selbstvergewisserung. Das heißt also, die Stadt als Museum und das Ins-Spiel-Bringen von historischen Typologien und so weiter ist eben ein ganz entscheidendes Moment, und zwar nicht so sehr im Sinne einer Kompositionsanleitung oder Entwurfsanleitung, sondern eigentlich eher als eine Art von Lebensqualität. Im letzten Kapitel redet er dann von der Collage, und er definiert die Collage so: Geist, wissen Sie, ist die unerwartete Paarung von Ideen, das Entdecken von geheimer Beziehung zwischen Bildern, die anscheinend weit voneinander entfernt sind.
Ein Überströmen von Geist setzt daher eine Fülle von Wissen voraus. Ein Gedächtnis, das mit Vorstellungen angefüllt ist, also mit konkreten Vorstellungen, unter denen die Fantasie aussuchen kann, um neue Zusammensetzungen zu bilden. Das heißt, er ist für die Stadt als Museum, für das Theater der Erinnerung, und zwar insofern, dass diese Dinge, an die man sich erinnert, in einer unerwarteten, vielleicht sogar nicht mal auf den ersten Blick passenden Form zusammenfinden können. Natürlich geht er damit unmittelbar ein auf die Collage auch als Mittel der bildenden Kunst der Moderne, weil erstaunlicherweise in der Moderne ja nicht nur das Systemdenken überhand genommen hat, sondern gleichzeitig sich auch die Collage als bildnerisches Mittel entwickelt hat. Und wichtig ist dabei, dass die Collage nach Colin Rowe, das hier ist ja von Paul Citroen eine Collage von 1923, und diese Collage zeigt eigentlich relativ gut in bildhafter Form, worum es Colin Rowe gehen könnte. Denn Collage nach Colin Rowe ist nicht eine formal indizierte Kompositionsmethode, sondern ein Denkmodell, dessen Qualität zum einen in der Konkretisierung von historischem Material besteht und andererseits auf fast spielerische Art und Weise eine städtebauliche Utopie eröffnet, die Altes und Neues, Gutes und Schlechtes in überraschender Weise zueinander in Beziehung setzt. Und zwar ohne das Herrschen eines übergreifenden Systemmodells. Natürlich ist dieses Collage-Denken, was wir hier eigentlich relativ plastisch an der bildenden Kunst sehen, ist dieses Collage-Denken in der wirklichen bildenden Kunst natürlich in der Moderne voll ausgeprägt. Sie sehen hier De Chirico und Max Ernst. Und auch gerade Max Ernst auf der rechten Seite zeigt, oder beide zeigen auch eigentlich auf ihre Weise, worum es Collage Colin Rowe gehen könnte. Nämlich auch De Chirico geht es darum, Artefakte unterschiedlichster Beziehungen und Bedingungen zueinander in Beziehung zu setzen. Und aus der Gegensätzlichkeit der Situation und der Bilder eine ganz besondere Spannung zu entwickeln. Und es ist so, dass bei Max Ernst, das war auf der rechten Seite, aber jetzt ist alles aus, glaube ich. Aber es ist nicht so schlimm, Sie hatten ja eben, ja genau, ach, Reserve Batteriestrom. Also am Ende liegt es dann doch wieder an der Technik. Es ist auf der rechten Seite, sehen Sie Max Ernst, und interessant ist, dass Werner Spies, der ja die Collagen von Max Ernst vorstellt, im Grunde etwas Ähnliches zum Ausdruck bringt in Bezug auf Max Ernst, wie Colin Rowe für sich beansprucht, dass nämlich die Collagen von Max Ernst, die Spies dezidiert auch unterscheidet von den kubistischen Papier-Collé-Techniken. So entstehen bei Max Ernst, so sagt Spies, keine Klebebilder als Erweiterung von Maltechniken, sondern es entstehen durch die Collage-Techniken neue Kunstwelten. Also dadurch, dass unterschiedliche Elemente zusammengebaut werden, neue Kunstwelten, die unsere Gewohnheiten provozieren und zum Denken anregen. Das heißt also, die Absicht von Colin Rowe war dezidiert nicht, eine Kompositionsmethode zu entwickeln, sondern eigentlich eher in relativ abstrakter Form eine Denkweise zu fordern, die dann zu architektonischen Ergebnissen führt. Ungers hat ja versucht, in verschiedenen Entwürfen, zum Beispiel Studentenheim in Enschede oder die Gemäldegalerie in Berlin, diese Collage-Methode
in einem einzelnen Projekt zu entwickeln. Und das funktioniert in einem einzelnen Objekt auch, weil dort diese Widersprüche und so weiter auch kontrollierbar sind. Aber es soll nicht funktionieren in einem städtischen Entwurf nach Colin Rowe, weil Colin Rowe geht eindeutig davon aus, dass die Struktur der Stadt, also das Straßen- und Platzsystem und so weiter, eine Grundlage bildet und eine pragmatische Grundlage bildet für das, was er Collage City nennt. Und in dem Zusammenhang ist interessant, dass der Stadtgrundriss von Manhattan für ihn ein gutes Beispiel für eine Collage City ist, weil obwohl das Straßensystem ganz einfach ist und ganz geometrisch, die architektonische Besetzung dieses Systems derart widersprüchlich ist und derart vielschichtig ist, unter anderem auch unter dem Zitat von historischen Vorbildern, so ist die amerikanische Hochhausarchitektur ganz eindeutig bezogen auf die italienische Palazzo-Architektur und die wiederum hat Anwendung gefunden im Hochhausgrundriss von New York und Chicago. Also das ist sehr wichtig für uns und ich glaube, dass man aus dieser Schrift von Colin Rowe heute im Wesentlichen eigentlich zwei Konsequenzen ziehen kann. Auf der einen Seite geht es ganz sicher darum, dass wir uns mit der historischen Typologie weiterhin befassen und diese auch ins Spiel bringen und nicht diesen Schäumen und diesen Raumfüllmethoden erliegen, die eben in der aktuellen Architekturdebatte immer kreiert werden. Und dass wir auf der anderen Seite mit dieser Methode des Zitats aber so umgehen, dass wir sie als Höhepunkte und Referenzpunkte betrachten, in ganz unterschiedlichen Dimensionen, in einem durchaus pragmatisch und möglicherweise auch historisch gewachsenen städtischen strukturellen Kontext. Danke. So, was machen wir jetzt? Jetzt ist die Idee, dass Herr Mönninger. Sie und Herr Mönninger sich austauschen, wenn möglich. Die sehr unterschiedlichen Auffassungen, die jetzt angekommen sind. Vielleicht doch Gemeinsamkeiten haben oder die Differenzen zu stark aus einander. Ich lobe den gesunden Reflex von den Leuten, die jetzt schon den Saal verlassen. Immer wenn die Vorträge vorbei sind und diskutiert, ist das Feuer meistens schon erloschen. Wir hätten uns ja vorhin ein bisschen absprechen müssen, wie, auf welche Bezugspunkte wir uns einlassen. Aber ich finde, wenn man jetzt, Sloterdijk hat natürlich überhaupt keinen Charakter eines Entwurfsorganons, einer Architekturpraxis, aber was er zum Beispiel sagt über Dichte, wenn man über den Begriff Dichte bei Colin Rowe, der ihn vielleicht anders benutzt oder mit anderen Formulierungen, aber wie kann man das bei Rowe nachverfolgen, dass man nicht nur diese Figur-Grundbeziehung, sondern dass man diese Verschwendung von Freiräumlichkeit, die er doch wieder versucht, mit einer historischen Kohäsionskraft zu versehen, wie man das über den Begriff Dichte definieren kann. Also ich habe bei Sloterdijk, auch bei Ihrem Vortrag, nie so ganz verstanden, was eigentlich mit dem Begriff der Dichte bei Sloterdijk gemeint ist und ob diese Dichte als ein wünschenswerter Zustand ist. Ich habe es so verstanden, dass das so ist, weil diese Dichte ja auch eine Art Selbstverteidigungsstrategie ist gegen die Auflösung und gegen die Hölle. Denn die Hölle ist ja im Grunde dadurch gekennzeichnet, dass sie vollkommen ausgesetzt ist, dass es keine Behausung mehr ist, sondern nur ein Ausgesetztsein in einen feindlichen Kontext. Und die Dichte wäre sozusagen das Paradies, also die Dichte ist genau das Gegenteil davon. Und ich glaube, dass bei Colin Rowe diese Dichte, auf die er gar nicht speziell eingeht, aber es zeigt sich auch an dem Nolli-Plan und auch an der Collage-Methode, denn die Collage
das Aufeinandertreffen ganz unterschiedlicher Entwurfskomponenten funktioniert eigentlich nur durch Dichte. Denn nur in der Dichte entwickeln sich Gegensätze, Spannungen und so weiter. Also so würde ich das auf Colin Rowe beziehen. Ich habe gerade ein interessantes Dokument gefunden. Ich erwähnte ja mal Archivreisen da nach Ostböhmen und Mähren. Und Camillo Sitte hat da Städte gebaut. Da sagt er an einer Stelle in einem Brief an den Bürgermeister, die maximale Bauplatzausnutzung ist stets der Garant für städtebauliche Schönheit. Da dachte ich, oh. Also ist er wirklich nicht dumm. Der Sitte ist kein Junker, kein Bonze, kein Schlotbaron, sondern wirklich ein erfahrener Praktiker. Die maximale Ausnutzung der Bauplätze ist Garant für städtebauliche Schönheit. Kann man das heute noch sagen? Sind Sie jetzt der Interviewer und ich bin der... Dazu gibt es eine ganz aktuelle Diskussion, denn die Dichte der Stadt ist heute auf Grundlage einer halb zerstörten und auch brachliegenden Stadt immer eine Frage des Wachstums. Das heißt, wir haben im Moment die Situation, dass die Menschen in einer relativ offenen, vielleicht sogar raumstressigen Situation leben. Sie lehnen aber die Dichte aus politischen Gründen lehnen sie die Dichte im Grunde genommen ab. Das heißt, die größten Probleme, die wir heute haben, wenn es darum geht, Areale zu bebauen und neu zu beplanen, dass es spätestens nach dem Bekanntwerden des ersten Entwurfs einen Gemeinderat gibt oder einen Planungsbeirat, der darüber diskutiert, dass die GFZ ja viel zu hoch wäre und dass das alles viel zu dicht wäre und die da wohnen, die kriegen viel zu viel Schatten und so weiter. Das heißt, es gibt im Moment auf der einen Seite den Zwang zur Dichte, weil die Grundstückspreise anwachsen und damit natürlich auch der Zwang, wie haben Sie gesagt, das Grundstück optimal auszunutzen. Und auf der anderen Seite gibt es auch, und es gibt auch den Willen der Stadt zur Stadtverdichtung, aber politisch ist das im Moment extrem unbeliebt und extrem schwierig. Und wenn es zwischen Politikern und Bevölkerung im Moment einen Solidaritätspunkt gibt, dann ist es die Vermeidung von Überdichtung oder Verdichtung oder wie auch immer. Ja, weil dann die wechselseitige Belästigung zu groß wird. Und ich bsin jetzt hier nicht der Werbeträger für Sloterdijk, aber was er sagt über diese Isolationsleistung, dass die Architektur nicht nur Zusammenfassung, Kommunikation und Dauerremedie schaffen soll, sondern wirksame Isolationsleistungen, die dann auch reversibel sind, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Wie sich das auf einzelne Entwurfsaufgaben runterbrechen lässt, ist jetzt nicht mal meine Aufgabe, das hier zu beschreiben. Aber wenn wir die Raumstresssymptome sehen und diese Angst vor der Dichte, ist das, dass man dann zwar eine Zusammenfassung hat, aber dann kein interautistisches Minimum mehr. Also dass die Architektur es entweder nur schafft, diese faszinogenen Kollektoren der Massenhysterie oder die Legebatterien des isolierten Privatwohnens. Aber dazwischen gibt es nichts und die beiden Dinge lassen sich nicht vereinen. Und ich habe heute im Zug nochmal, dieser grusamen Zugfahrt von Berlin nach hier, Colin Rowe wiedergelesen. Ich meine, gut, Venturi schon 10 Jahre vorher, der große Venturi, der ein fantastischer Theoretiker ist, nicht so guter Architekt, oder natürlich auch Rossi, da taucht ja vieles wieder auf. Ist für Sie, also ich bin jetzt nicht der Interviewer, aber ich habe das Buch mit etwas gelangweilter Miene dann doch wieder in den Rucksack gepackt. Ist das für Sie noch ein richtiges Markstein der Orientierung oder historische Reminiszenz? Nein, ich denke, dass es gibt ganz viele Punkte, die durchaus für heute aktuell sind. Das heißt also zum Beispiel, dass wir das, was wir in Braunschweig realisiert haben, den St. Leonhardsgarten, ist eine eindeutige Reminiszenz auf das Denken von Colin Rowe. Und zwar sowohl im Sinne von Collage City wie auch auf die Typenfrage bezogen. Und bei Sloterdijk wird ja auch gesagt, es gibt, also so habe ich das verstanden, es gibt ja den privaten Wohnraum, den Rückzugsraum sozusagen, das Apartment-Prinzip. Und auf der anderen Seite gibt es diese großen öffentlichen Bauten.
Und das, was Colin Rowe sagt, ist im Grunde genommen meiner Ansicht nach da viel aktueller, indem er sagt, der Rückgriff auf die Typologie schafft in der Dichte oder hilft uns in der Dichte, große Räume zu schaffen, zum Beispiel. Das zeigt er an dem Nolli-Plan von Rom. Und das ist auch die Idee von St. Leonhards Garten in Braunschweig. Das heißt also, in einer Stadtbrache oder so, in einer Stadtbrache wird man sich nicht nur damit beschäftigen, jetzt entweder ein Schaumgebilde dahin zu setzen, also eine Eisbahn mit Glasdach und aufgeblasen, oder eben Einsiedler boxen, sondern man macht beides. Man schafft Wohnungen, man schafft Häuser, man schafft aber gleichzeitig einen großen öffentlichen Raum, auf dem sich die alle beziehen. Und das ist ganz einfach. Ist auch nichts Schädliches. Und in der Beziehung interessiert mich das immer. Mich interessiert auch immer diese Collage-Idee. Das heißt also, diese Freiheit an bestimmten Situationen mit Überlagerung von ganz unterschiedlichen Bildern und Tendenzen zu arbeiten. Und zwar in nächster Nähe, ohne daraus jetzt ein angestrengtes Kompositionsprinzip zu machen. Aber das Rimkolas nicht auch wieder um 12 Jahre früher viel eindrücklicher und viel wirkungsmächtiger beschrieben, diese Inselurbanismus von Manhattan, diese Collage der einzelnen nicht verbundenen Traumgebilde, die dann diese ungeheure Verdichtung das ergeben. Also ich bin nicht so richtig glücklich mit der Lektüre von Collage City. Herr Schröder, Sie erinnern sich doch vor 3 Jahren diese Idee der Stadt oder Form der Stadt Kongress. Da haben wir doch auch viel über Rossi und den Rationalismus geredet und sind doch irgendwann mal aufgefallen, mein Gott, Typologie und Morphologie und was die Jungs bis vor 20, 30 Jahren für Verrenkung unternommen haben, bloß um das Wort Geschichte, dieses F-Wort, dieses obszöne Wort Geschichte nicht in den Mund zu nehmen. Aber da kann man aber bei Collage City schon sagen, da bricht es schon ein bisschen auf, also der scheut sich nicht mehr, historisch zu argumentieren. Bei Rossi ist es, glaube ich, noch ziemlich stark, das Wort Geschichte. Bei Mies van der Rohe kommt das Wort Stadt nicht vor und bei Rossi kommt das Wort Geschichte nicht vor. Kann man doch eigentlich so sagen, ne, oder? Typologie und Kontinuität und Permanenz und alles, diese großen Wortkanonaden, aber Geschichte nicht. Insofern ist dann der Colin Rowe dann doch ein Wendepunkt in der architektonischen Reflexion, oder? Ja, also die Frage ist ja auch, das wäre jetzt auch eine Frage an Sie, was wäre denn der Gegen, wenn wir davon ausgehen, dass die Stadt verdichtet werden soll, also eine Art Behausung sein soll, deren Wände so nahe stehen, dass alle sich auch behaust fühlen. So, das ist ja auch eine Definition von Dichte. Was wäre denn, wenn man jetzt sagt, wir lassen mal diese Italienromantik, wir lassen mal diese Liebe zur Geschichte, wir lassen mal diese Typologiefrage beiseite. Was wäre denn jetzt nach Sloterdijk zum Beispiel, was wäre denn jetzt ganz praktisch die Konsequenz auf architektonischer Ebene, die Sloterdijk einem nahelegt? Außer das, was ich verstanden habe, dass der Wohnungsbau eine Art Boxenästhetik ist und der öffentliche Raum ein großes Schaumgebilde. Ist das nicht hoffnungslos eigentlich? Weiß ich nicht, da muss man selber reden. Und vor dem Hintergrund ist Collage City für mich eine Offenbarung. Sloterdijk ist ja keine Entwurfslehre für praktizierende Architekten, sondern eine Universalhistorie der menschlichen Raumbildungskräfte. Insofern kann man ihn vielleicht nicht runterbrechen, aber der tritt auf genügend Podien auf und das ist wirklich unglaublich, darf ich gar nicht erwähnen, aber erzählte kürzlich mal, er steht auf der Liste der World Celebrity Speaker Agentur in London und zum Beispiel war er kürzlich dabei, als auf der Meyerwerf Papenburg wieder in so eine Queen Mary eingeweiht wurde, redete er zum Taufe dieses Schiffes und sagte nur einen Gedanken so räumlich,
wenn man sich anschaut, wie viele Stadttheater in Deutschland geschlossen werden und wie viele gleichzeitig neue Riesentheater auf den schwimmenden Ozeanriesen inauguriert werden, dann muss man das Verhältnis also doch relativ positiv bestimmen. Entschuldigung, also der wird sich selbst über Schiffbauprobleme gut auslassen, wenn Sie ihn einladen und vernünftig bezahlen. Über Architektur fragen, ich bin doch nicht sein Bauchredner, kann ich nicht. Also wenn es um Architektur geht, dann reden Sie lieber über Sitte. Wenn es über konkrete Architektur geht, aber wenn es um Raumtheorie geht, um Anthropologie, um Menschheitskunde, um interdisziplinäres Verständnis unseres Gewerbes, dann am liebsten mit Sloterdijk und nicht mit diesen anderen Raumtheoretikern. Ich meine, allein zum Thema Dichte, wunderbar, Nikolai Roskam, Transkriptverlag vor anderthalb Jahren, dachte ich, endlich, die Erlösung ist da, die Erleuchtung. Ein Buch nur über Dichte, eine transdisziplinäre Dekonstruktion. Nach 300 Seiten bin ich völlig deprimiert wieder von dannen geschlichen. Nichts nützte, weil Dichte, nichts Genaues weiß man nicht. Dichte ist gefährlich, die kommt von der Raumplanung der Nazis. Sie ist Offenbarung, weil sie auch historische Perspektiven hat. Es ist keiner, der Position bezieht. Es ist dieses wissenschaftliche Verrätseln und da ist der Sloterdijk wirklich wie so ein Methusalem, er haut mit seinem Krückstock auf die Pauke und sagt, also hier, es gibt ein paar anthropologische Universalien, die erkläre ich euch jetzt mal. Und das nur als Bote der guten Nachrichtenüberbringung und gar nicht so als Erfinder von neuen Theorien. Deswegen finde ich das so anregend. Wollen wir das Gespräch mal ins Publikum geben? Oder vielleicht beenden. Ist?